Was eine Sonnenblume, oder? Hallo liebe Gartenfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ernten wir wieder ein bisschen Gemüse, eine ganze Schubkarre voll. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und los geht's. Am Ende des Videos gibt es übrigens die Auflösung der letzten zwei Gewinnspiele. Schätze, das Gewicht der Riesentomate und Manfreds Melonsamen werden verlost. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Als erstes werden wir den Spaghetti-Kürbis ernten. Sorte ist Pizza von Kiepenkerl. Ich habe den selber schon gegessen, eine echt tolle Sache, da gibt es auch noch ein Rezeptvideo zu. Als nächstes ernten wir mittelgroßen Atlantic Giant. Der nächste Kürbis ist ein klassischer Speisekürbis. Sorte weiß ich nicht. Habe ich geschenkt bekommen, das Saatgut. Einer der Speisekürbisse hat sich auch im Zaun verfangen und ist festgewachsen im Zaun. Also ganz lustig, wie ich den da rausbekomme. Mal gucken. Der nächste Kürbis, den wir jetzt ernten, ist der Tom Fox Kürbis. Den habe ich letztens schon geerntet. Die Exemplare sind ein bisschen kleiner, aber genauso schön. Ist ja der klassische Halloween Kürbis. Weiter geht's mit einem weiteren Exemplar vom Tom Fox, der aber ein bisschen länglich gewachsen ist, aber auch ein schönes Exemplar. Ja, dieses Jahr habe ich echt Glück mit Kürbissen. So viele Kürbisse wie in diesem Jahr habe ich noch nie geerntet. Als nächstes erntet man eine Kartoffel, die wir im August gesetzt haben. Wir haben gerade mal die Hälfte der Kulturdauer geschafft, dann sind die Pflanzen leider abgestorben. Die Kraut- und Braunfäule waren dann doch schneller. Aber guck mal, was dran ist. Hab nur einen kleinen Streifen von 5 Metern gemacht, aber die Kartoffeln sehen dafür gar nicht mal schlecht aus. Natürlich sind das Frühkartoffeln, die sollte man schnell verbrauchen. Lohnt sich immer, Kartoffeln nochmal im August zu setzen. Das hat dann stark vom Wetter abhängig, ob das was wird oder nicht. Aber für die paar Meter ist das nicht schlecht, würde ich mal sagen. Als nächstes gehen wir ins Gewächshaus und ernten die Joey's Long Chili. Ist einer meiner Lieblingschilis, sie ist mittelscharf. Man kann ruhig eine ganze Schote ins Gericht reinmachen. Die hat ein schönes Aroma, wie gesagt mittelscharf. Man kann sie auch super einlegen. Ich mag diese Chili wirklich sehr gerne. Als nächstes ernten wir weitere Auberginen. Dieses Jahr habe ich echt Glück mit Auberginen, obwohl ich die erst im April ausgesät habe. Hier haben wir die Sorte Lucilla. Eine wirklich gute Aubergine. Doch schon mal richtig gut aus. Aber jetzt ernten wir Süßkartoffeln. Und zwar im Gewächshaus. Ich habe ja welche im Freiland und im Gewächshaus. Ich vermehre die jedes Jahr selbst. Jetzt gehen wir ins Gewächshaus und ernten Süßkartoffeln. Die ersten eigenen Süßkartoffeln. Die vermehre ich mir jedes Jahr selber aus meinen eigenen Süßkartoffeln. Und wir gucken mal, was dran ist. Ich habe jetzt nur die Speicherknollen rausgehoben. Die Pflanze selber wird noch weiterleben, weil die wurzelt ja überall da an, wo die Ranken den Boden berühren.
sieht doch schon mal richtig gut aus, oder? Ungefähr eine 500 Gramm schwere Süßkartoffel, da kommen wir noch mehr. Da kann man sich wirklich drüber freuen, ey. Süßkartoffeln dieses Jahr richtig gut. Auch im Freiland, aber die brauchen noch eine ganze Weile. Ja, da haben wir doch wieder mal eine Schubkarre voll bekommen. Süßkartoffeln, Kartoffeln, Kürbisse verschiedenster Art, Auberginen, Chilis, alles dabei. Es kommt natürlich noch so viel weitere Ernten. Ich hoffe, ihr seid auch dabei. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Natürlich kommen jetzt noch die Gewinnspiele. Ich wünsche euch viel Glück und ich sage schon mal Tschüss, euer Gemüsekoch Martin. Lasst mir gerne noch einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So, jetzt machen wir unser Gewinnspiel. Wie schwer ist meine Riesentomate? Die Sorte ist übrigens Gigantomo von Kiepenkerl. Die soll ja ungefähr 1 Kilo schwer werden. Mal gucken, wie schwer sie ist. Diese Tomate wiegt 952 Gramm. 950 Gramm haben 3 Leute geschrieben, aber es kann nur einen Gewinner geben. Und das ist der erste, Dominik Nussknacker. Du hast gewonnen. Ein Poster, was lange bei mir in der Wohnung hing. Ich habe es auch unterschrieben. Dazu kommt noch das Saatgut der Riesentomate. Herzlichen Glückwunsch, Dominik. Schreib mir deine Adresse per E-Mail. E-Mail findest du in der Videobeschreibung. Ich verlose 2-mal Saatgut von dieser Melone. Ist ja Manfreds eigene Sorte. Ja, die Gewinner sind Gaia W. und Michael G. Ihr beide schickt mir eure Adresse per E-Mail und ihr kriegt Manfreds Melonsamen zugeschickt. Herzlichen Glückwunsch!